als 9 Millionen Deutsche ziehen jährlich um. Doch oft verbunden mit Ärger und Abzocke. Wie viel mehr wird das jetzt werden? Knapp das Doppelte. Sie müssten jetzt 1.300 Euro zahlen. Sie versuchen, die Schuld der Kunden in die Schuhe zu schieben. Ja, aber Schuld ist bei Kunden, nicht bei FEMA. Das Problem. Mit versteckter Kamera machen wir den Test. Sind die Umzugsunternehmen zuverlässig? Und wie gehen sie mit den Möbeln um? Kommen Sie jetzt für den Schaden auf? Für welchen Schaden? Da ist jegliche Art von Professionalität verloren gegangen. Und was soll man dazu sagen? Also da fehlen mir wirklich auch die Worte. Zwei Familien, eine Mission. Das passende Umzugsunternehmen finden. Das Pärchen Maya und Marcel sowie Mandy, Daniel und Sohn Jaden sind unsere Lockvögel. Für den perfekten Vergleich lassen wir sie aber nicht einmal, sondern gleich zweimal umziehen. Gleiches Umzugsgut, gleicher Aufwand. Theoretisch müssten die Kosten für die Umzüge gleich sein. Aber bei der riesigen Auswahl im Netz wird klar, dem ist nicht so. Daniel will sich die Suche so einfach wie möglich machen. Die Bewertung anschauen, Preise vergleichen und dann eine Entscheidung treffen. Einfacher gesagt als getan, denn unter den Lockangeboten verbergen sich viele schwarze Schafe. Mandy, Daniel und Jaden wohnen in einer 62 Quadratmeter Wohnung mit zwei Zimmern. Bis auf die Einbauküche muss alles mit. Möbel, Kühlschrank, Waschmaschine, 30 Kartons und Kater Murphy. Dafür will sich das Paar zunächst ein unverbindliches Angebot machen lassen. Firma 1 aus dem Internet verlangt eine E-Mail mit der Anzahl der Kisten und Möbelstücke. Daraus erstellt das Unternehmen ein Angebot für 15 Kubikmeter Umzugsgut, 700 Euro. David Müller ist Umzugsberater und betreibt mehrere Umzugsportale. Er weiß, 15 Kubikmeter ist für diese Wohnungsgröße zu wenig. Die Hälfte im Groben der Quadratmeter entspricht die Kubikmeter. Das heißt in diesem Fall 62 Quadratmeter wären Pi mal Daumen 31 Kubikmeter. Da ist man schon mal so auf einem guten erfahrungswerten Mittelwert. Laut Experten wären 1.000 Euro für den Umzug realistisch. Aber was Mandy und Daniel später preislich erleben werden, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Und auch sonst startet der erste Umzugstag nicht gut. Die Firma kommt mit einem viel zu kleinen Wagen. Also das passt nicht alles in den Sprinter rein. Ich wollte ja mit dem großen Wagen kommen, aber man sagte mir, das brauche ich nicht, weil das nicht so viel ist. Wie kann das sein, wenn ich doch die Anzahl der Möbel vorher angegeben habe? Na, dann hätten Sie sagen sollen, was für Möbel. Ein Möbelstück kann ja auch ein Stuhl sein. Wir zeigen unserem Experten die Aufnahmen der versteckten Kamera und er ist entsetzt, denn das ist nicht die Aufgabe der Kunden. Man hat ganz schön gesehen, dass das vielleicht auch provoziert wurde, einfach mit einem kleineren Auto zu kommen, um dann zu sagen, ja, da geht nicht alles rein, da müssen wir dann nochmal fahren und das kostet dann das Doppelte. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man mit der Unwissenheit des Kunden eben nicht umgehen sollte. Ne? Ein günstiges Lockangebot auf Kosten der Kunden. Wie von unserem Experten erwartet, folgt die böse Preisüberraschung. Wie viel mehr wird das jetzt werden? Knapp das Doppelte. Sie müssten jetzt 1.300 Euro zahlen. Unfassbar. 1.300 statt 700. Das ist Abzocke. Das mit dem Aufschlag war wirklich unmöglich und würde ich auch beim nächsten Mal nicht akzeptieren. Zu spät. Die Kisten sind gepackt, die Möbel auseinandergebaut. Aber wird für die doppelte Summe wenigstens ordentlich gearbeitet? Wir werden gleich enttäuscht. Zu jeder guten Umzugsfirma gehört natürlich auch ein sauber gepflegter Umzugs-LKW, ne, auf den eine sogenannte Umzugsausrüstung natürlich vollständig und sauber vorhanden ist. Von Decken und Gurten ist nichts zu sehen. Dazu kommt, sie sind nur zu dritt. Und dann passiert das. Die Möbel stehen minutenlang unbeaufsichtigt auf der Straße, für die Nachbarn frei zugänglich. Wir nutzen die Chance und entwenden heimlich eine Kiste von den Möbelpackern unbemerkt. Was die Männer dazu sagen, hören wir gleich. Denn was jetzt kommt, ist eine Unverschämtheit. Kurz vor dem Entladen will der Verantwortliche schon die Hälfte des Geldes in bar haben. Darf ich Sie fragen, warum Sie das Geld jetzt haben wollen und nicht nach dem Umzug? Das ist bei mir immer so. Eigentlich nehmen wir die Hälfte beim Beladen und die andere Hälfte vor dem Entladen. Viele Kunden machen sich darüber Sorgen. Der Umzugsunternehmer kann sich natürlich das Recht einbehalten, dass er auch bei Unbedenken des Kunden das Geld natürlich vorher kassiert. Ne? Aber meiner Meinung nach sollte ein ordentlicher Umzug natürlich heute mit den Mitteln per Überweisung laufen oder das im Nachhinein per Rechnung bezahlt. Hakt die Umzugsfirma natürlich nur auf eine Barzahlung, dann sollten natürlich schon die Ohren gespitzt sein und man überlegen, okay,
Das sind ja so vielleicht so erste Indizien dafür, dass der vielleicht dann doch nicht so ordentlich über die Bühne geht, der Umzug. Hier haben wir keine Wahl und müssen die Hälfte in bar zahlen. Nach dem Ausladen sprechen wir die Möbelpacker noch auf die verlorene Kiste an, doch die zeigen sich unwissend. Haben Sie eine graue Kiste gesehen? Also im Wagen ist nichts mehr, ich habe alles hochgetragen. Haften Sie für Dinge, die verloren gehen? Sie müssen einen Antrag stellen, aber ob die Versicherung das übernimmt, das weiß ich nicht. Ein seriöses Unternehmen sollte laut Experten zumindest einen Versicherungsschutz haben und den Kunden schon vor dem Umzug aufklären. Nach 7 Stunden Chaos decken wir auf. Wir sprechen den Möbelpacker auf die verlorene Kiste und den Abzockerpreis an. Ganz ehrlich, wie kann das sein, dass was wegkommt bei der Kiste? Also, wie kann es sein, dass sie auf einmal weg ist? Ich weiß es nicht, also... Für 1300 Euro müsstet ihr schon aufpassen, dass die Sachen nicht wegkommen. Was soll ich denn jetzt sagen? Ich würde jetzt gerne nicht mehr gefilmt werden, wenn es geht, ja? Für die 1300 Euro war die Arbeit auf jeden Fall nicht korrekt. Also wirklich eine Katastrophe. Eine Katastrophe für unsere Lockvögel. Doch zu diesem Zeitpunkt ahnen die beiden noch nicht, dass der zweite Umzugstag noch schlimmer wird. Aber erstmal zu Maja und Marcel. Das junge Paar erwartet einen fairen Preis. Wir sind jetzt 2 Personen in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Also da würde ich ungern jetzt 1500 Euro oder so bezahlen. 2 Zimmer, 52 Quadratmeter, dafür aber viel Zeug, mehr als 50 Kisten. Einbauküche und alle Möbelstücke müssen mit. Die erste Firma aus einem Vergleichsportal verlangt Fotos von der Wohnung und erstellt daraus ein Angebot von 850 Euro. Bei dem soll es aber nicht bleiben. Nachdem die Helfer am Umzugstag ganze 2 Stunden zu spät sind, das gleiche Problem wie beim ersten Umzug. Das Umzugsgut wurde deutlich unterschätzt. Wir haben Fotos bekommen und die Zimmer gesehen, aber keine Kartons. Weil die Kartons noch nicht gepackt waren. Natürlich sind die Schränke ja nicht leer. Das kommt natürlich alles mit drauf. Und da fand ich halt auch die Art und Weise, das uns gegenüber zu kommunizieren, recht schwierig zu sagen. Naja, das hättet ihr vorher sagen müssen. Ist doch klar, dass das dann alles nicht passt. Man fühlte sich halt einfach selber total in eine Ecke gedrängt, weil man weiß es ja vorher einfach wirklich nicht besser. Da schlagen ja jede Alarmglocken schon. Ne? Bei jedem Umzug sollten auch Umzugskartons vorhanden sein. Ne? In den Schränken sind ja auch Sachen drin. Man sieht es ganz klar, dass es anscheinend auch wirklich die Masche ist der Leute, ne? Mit der Unwissenheit des Kunden zu spielen. Letztendlich wollte das Unternehmen 400 Euro mehr haben. Wir verständigen uns aber nach langer Diskussion auf insgesamt 1100 Euro. Bei der Arbeitsmoral absolut nicht gerechtfertigt. Das sieht wirklich schrecklich aus und der Rauch da samt den Möbelstücken, ne, und raucht die Möbel da voll. Die Möbelträger, die saßen auf den Decken, statt die Möbelstücke irgendwie in Decken zu schützen. Dachte man irgendwie, die Umzugsausrüstung ist als Sitzgelegenheit für die Möbelträger gedacht. Und auch vom Packen haben die Herren keine Ahnung. Kisten und Möbel werden ungesichert eingeladen. Von Vorsicht keine Spur. Achtlos, ne, also ohne jegliche Wertschätzung der Möbelstücke gegenüber und ja, einfach nur irgendwie, dass es übereinander stapelbar ist und gut ist, ne? Das Schlimmste, dem Kunden werden die Vorwürfe gemacht. Dann gibt's hier irgendwie dann so doofe Sprüche von der Seite und Katastrophe, was er den Kollegen erzählt und Raum zu klein und so. Das ist ein unangenehmes Gefühl irgendwie für einen selber. Das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen und stellen den Umzugshelfer nach 8 Stunden Chaos zur Rede. Warum ist der Preis jetzt 250 Euro höher? Ich habe heute Morgen früh auch selber geguckt und der Kunde hat gar nichts, Karton gesagt. Aber Sie versuchen die Schuld der Kunden in die Schuhe zu schieben? Ja, aber Schuld ist bei Kunden, nicht bei FEMA, das ist das Problem. Okay, sehe ich anders, sehe ich absolut anders. Ja, als Kunde natürlich sagen bei FEMA, aber Schuld ist bei Kunden, nicht bei FEMA. Wenn es dann die ganze Zeit heißt, du bist schuld, obwohl wir alles gemacht haben, was ja eigentlich in unserer Macht stand und wir alles beantwortet haben, und dann ist es halt einfach super schwierig. Der Tag war für mich einfach gelaufen. Man kann ja ganz klar erkennen, dass diese Schuldzuweisung des Kunden so die klare Masche ist, der Abzocker. Stressfreies Umziehen und Kundenfreundlichkeit sieht anders aus. Kann eine Vorbesichtigung eine böse Überraschung vermeiden? Wir laden 2 Unternehmen zur Besichtigung ein. Was dabei rauskam, haben wir mit versteckter Kamera festgehalten. Mit welchen Kosten können wir rechnen? Schätzen kann man den Preis nicht. Können Sie uns wenigstens eine ungefähre Preisspanne geben? Nee, das muss ausgerechnet werden. Und wie lange wird der Umzug dauern? Kann man auch nicht genau sagen. Für David Müller sind diese Antworten höchst unprofessionell.
Ja, also die Frau macht für mich jetzt einen ganz unsicheren Eindruck, ne? Dass sie wirklich gar keine Frage beantworten möchte. Gut beraten ist halb umgezogen, ne? Und das sind so wichtige Punkte, wo man sagen kann, okay, da brauche ich echt einen Fachmann, der mich dann auch gut einschätzt. Letztendlich schickt uns die Dame ein Angebot von 1260 Euro, laut Experten in Ordnung. 1200 Euro sind eine realistische Summe für diesen Umzug. Die zweite Besichtigung läuft deutlich angenehmer ab. Der Unternehmer gibt uns sofort Angaben zum Preis, der final bei 1095 Euro liegt. Wir entscheiden uns für dieses Angebot und sind positiv überrascht. Tag 2 bei Maya und Marcel. Die Firma kommt mit 2 LKWs, einem Auto, 4 Helfern und einem Teamleiter. Man sieht ja am LKW, ne, dass der ordentlich und sauber ist. Ne, in dem Fall, dass die Decken ordentlich gefaltet an der Seite liegen, dass da anscheinend Arbeitsmaterial ja auch vorhanden ist, ne, um die Möbel gut zu schützen. Die Leute sehen fleißig aus, die Sachen tragen. Ne, das kann man auf jeden Fall ganz klar dazu sagen. Dieser Umzug läuft deutlich koordinierter ab als die anderen. Nach nur 5 Stunden ist alles ausgeladen und der Preis bleibt wie vereinbart bei 1095 Euro. Unser Kamerateam gibt sich auch hier zu erkennen. Für den Teamleiter ist dieses Arbeiten selbstverständlich. Nee, überraschend ist das nicht. Das läuft immer so, weil das ist ein eingespieltes Team. Und wenn man weiß, wie man Möbel trägt, dann weiß man das halt. Zum Vergleich, das gleiche Umzugsgut, letztendlich gleicher Preis, aber eine völlig andere Arbeitsmoral. Die Firma, die zuvor besichtigt hat, arbeitete sauberer, zügiger und ohne Meckern. Ich kann eigentlich auch die Unternehmen nicht wirklich vergleichen. Also es ist halt eine ganz andere Leistung gewesen. Wir haben für beide Unternehmen gleich viel bezahlt im Endeffekt und bei dem einen aber so einen guten Service bekommen. So. Also da möchte man denen einfach ein dickes Sternchen irgendwo auf den Umzugswagen kleben. Umziehen kann eben auch reibungslos ablaufen. David hat Tipps, wie man im Vorhinein Albtraumumzüge vermeiden kann. Erstens, dass das Unternehmen versichert ist, also eine ordentliche Transport- und Haftpflichtversicherung hat. Zweitens, dass der Kunde sich nicht nur vom Preis blenden lässt, sondern dass das Angebot auch seriös und transparent geschrieben ist. Und Punkt 3 ist, dass das Unternehmen auch ein Gütesiegel oder ein Umzugsverband etc. angehörig ist. Diese Tipps wären für unser Paar Mandy und Daniel wichtig gewesen. Die beiden erleben jetzt einen echten Horrorumzug. Daniel holt sich ein Angebot von einem Flyer aus dem Briefkasten. Was kostet denn ein Umzug bei Ihnen? Alles machen für 400, das hört sich wirklich super an. 400 Euro, das klingt zu schön, um wahr zu sein. Ist es leider auch. Die 4 Helfer kommen mit nur einem Sprinter und laden ihn bis oben hin voll. Dabei gehen sie zerstörerisch mit den Möbeln um, lassen sie ungeschützt im Regen stehen. Haben Sie noch Folie dabei? Nein? Keine Folie? Bitte vorsichtig, ja? Sowas schockiert extrem, wenn man sowas sieht. Also eigentlich müsste so in einer Firma, sage ich mal, jegliche Art von Arbeitserlaubnis entzogen werden. Das Chaos hört gar nicht mehr auf. Teile des Kinderbetts werden am Boden liegen gelassen. Gekennzeichnete Kisten mit zerbrechlichen Gegenständen sehen am Ende so aus. Für die Umziehenden der reinste Horror. Als Daniel den Helfer zur Rede stellt, bekommt er diese Antwort. Hören Sie auf zu meckern wegen Kleinigkeiten. Das sind auch Kopfschmerzen für mich. Es sind meine Möbel, es sind meine Schäden und sie gehen einfach und schmeißen es trotzdem einfach in den Transporter, obwohl man es anspricht. Als dann der nagelneue Tisch beschädigt wird, platzt Mandy der Kragen. Das hier ist nichts. Der ist nagelneu. Ich habe dafür viel Geld bezahlt. Das ist nicht nichts. Aber das ist nicht von uns. Kommen Sie jetzt für den Schaden auf? Für welchen Schaden? Das Unternehmen ist sich keiner Schuld bewusst. Im Gegenteil, sie beschuldigen sogar den Kunden. Ist das unser Fehler, dass das nicht verpackt ist? Sie müssen doch Verpackungsmaterial haben. Nein, müssen wir nicht. Wir haben nur darüber geredet, dass wir das transportieren, aber nicht folieren. Sie haben gar nicht nachgefragt. Das ist eure Arbeit. Für den Preis können Sie nicht verlangen, dass wir das auch noch verpacken. Dann hätte man das kommunizieren müssen. Gleich so sozusagen den Kunden als Täter darstellen, ne, ist natürlich eine ganz schlechte Herangehensweise. Für mich ist es ganz klar Aufgabe der Umzugsfirma, einen fachgerechten Transport, und da gehört die Verpackung dazu, sicherzustellen. Letztendlich verlangen die Helfer 470 statt 400 Euro, da sie mehrmals hin und her fahren mussten. Nach wie vor ein günstiger Umzug, aber mit zu vielen bösen Überraschungen und Schadenskosten in Höhe von 400 Euro. Wir decken auf und stellen den Verantwortlichen zur Rede. Also ich habe mit den Kollegen gesprochen, dass die deren besten Arbeit geben müssen. Sie haben keine Decken, keine Folien? Natürlich.
Nee, weil ihr habt nicht gefragt wegen das, weil das kostet extra normalerweise. Aber das hätten Sie mir sagen, Sie haben gar nichts vorgeschlagen. Nicht gefilmt. Möchten. Wir wurden mit einem viel zu günstigen Preis gelockt. Finger weg von Flyer-Angeboten. Man hört immer wieder, dass dieselbe Firma hintersteckt, ne? Dass sie sich nur andere Namen geben und dann vielleicht 10, 20 Euro Preisunterschiede einfach raufschreiben. Ich habe im Endeffekt nur noch mehr Stress an der Backe, meine Möbel sind kaputt. Klar habe ich einen günstigen Umzug gehabt, aber da hätte ich auch wirklich lieber Geld in die Hand genommen und ordentlich alles gehabt und danach keinen Stress mehr. Unser Test hat gezeigt, Vorsicht bei der Wahl eines Umzugsunternehmens. Auch wenn Online-Umzugsrechner als groben Richtwert 10 Euro pro Quadratmeter angeben, fließen zusätzliche Kosten ein. Entfernung, Stockwerk, Menge des Umzugsguts und weitere Dienstleistungen. Wer Kisten packen und Möbelmontage selbst übernimmt, kann je nach Menge mehrere hundert Euro sparen. Also nicht von zu günstigen Angeboten locken lassen. Schwarze Schafe in der Branche sind leider keine Seltenheit.